Es war ein heißer Sommer im Jahr 2022. Die Geschäfte liefen gut, unsere Kundinnen und Kunden waren ausgesprochen zufrieden, die Firma wuchs, aber dennoch verspürte ich eine innere Unzufriedenheit. Ich musste raus aus der Stadt, weg von den Hochhäusern und in die Freiheit, in die Natur und ans Meer. Doch wo konnte man als BWLer im Jahr 2022 noch einen standesgemäßen Urlaub machen? Dafür gab es nur eine Antwort. Ein Fleckchen Erde mitten in der Nordsee. Vor langer Strände, wunderschönen Golfplätzen und vielen netten Restaurants versprach mir die Erleichterung, nach der ich mich so sehr sehnte. Doch eins nach dem anderen. Auf dem Weg nach Hamburg, kleinen Zwischenstopp gemacht. Fische in Händchen am Festspannen und Ono vorbildlich am Arbeiten. Weiter geht's. Die Hamburger Seeluft riecht schon wieder fantastisch, muss man sagen. Hamburg, schöne Stadt. So, ich weiß nicht, ob ihr die junge Dame hier kennt, die wohl mitbekannteste TikTokerin für Jura-Content. Jetzt haben wir welche, oder? Ja, ist gut. Sicher. Ja, Junge, alle, hör auf. Bei unser großes Kino Leute. Hervorragend. Also sehr, sehr lecker. Oder? So eine richtig nice Box im Büro. Ich hatte gerade Angst, dass ich mein Auto nicht abgeschossen habe. Obwohl die Mercedes mir gesagt hat, dass es abgeschlossen ist. Aber siehe da, es war abgeschlossen. Und jetzt kann ich entspannen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Ich hatte so ein ganz ungutes Gefühl gerade. Und ich bin so ein Mensch, ich gehe dann lieber auf Nummer sicher, damit ich dann wirklich entspannen kann. Das ist genauso, wie wenn man irgendwie so denkt, im Praktikum, man hat so eine Aufgabe, man weiß nicht, so hat man es gemacht, hat man es nicht gemacht und liegt dann zu Hause noch im Bett. Dann lockt man sich einmal kurz ein, schaut, okay, ich habe es gemacht und alles ist gut und man kann entspannt schlafen gehen. Und jetzt kann ich entspannt den Abend genießen. Oder habe ich gerade zugemacht? Habe ich zugemacht? Meine Oma hat morgen Geburtstag. Kannst du mir noch mal ein bisschen wünschen? Und wir checken jetzt ein im Hotel Atlantik. Und hoffen wir mal, dass der Portier noch in der Lage ist, unseren Wagen in die Tiefgarage zu fahren oder wo auch immer dieses Auto hinstellen. Wir haben hier das Gemälde mit der Nummer 9. Ja, wir wissen alle, wofür die 9 steht. 9 durch 3 ist 3 und wir wissen alle, 3 mal 3 ist 9. Ist auch eine bedeutende Zahl. Wer sich vielleicht an den wo wir das letzte Mal hier waren, aber letzten Sylt-Vlog, da waren zwei Elite-Coaching-Member beim Elite-Coaching-Meetup. Ne? Wir machen immer 15 Uhr Elite-Coaching-Meetup, 16 Uhr Meet and Greet. Und schaut mal, was jetzt hier. 20 Elite-Coaching-Member aus dem Raum Hamburg. Und das ist natürlich cool, es wächst, das Netzwerk wächst und auch die Offline-Networking-Möglichkeiten werden immer mehr wertgeschätzt, was natürlich super cool ist. Vielleicht, weil wenn man sich persönlich austauscht, da geht einfach viel mehr, da können viel bessere Freundschaften entstehen. Und ja, ich überlege mir jetzt noch eine Speech und dann geht es um 16 Uhr weiter mit der Speech und weiteren. Wieder bei Hamburg vorbei, mal wieder mehr Teilnehmer gehabt als beim Mal davor. Das ist immer ganz wichtig, aber nicht nur die Anzahl der Teilnehmer steigt, sondern auch die Qualität. Heute mal ganz legeres Outfit, undercover. Jonas, dann ist keine Sache. Nee, ich finde das gerade ganz angenehm. Okay. Cheers. 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 Ja. Eine halbe Avocado, sehr viel Lachs. Bisschen Edamame und unten vermutlich Sushi-Reis. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, ich werde übrigens diese Woche Sylt dafür nutzen, um mir mal probeweise einen Bart wachsen zu lassen. Also falls ihr euch fragt, warum ich dann so eine dunkle Schattierung in meinem Gesicht habe, das ist jetzt gerade ein 3-Tage-Bart im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gerade zum Hotel zurück. Letzte Ausfahrtcheck, genau. Wisst ihr Bescheid. Wer so in unserem Alter ist, der kennt die Partybrüder noch. Und dann geht's weiter. Hamburg, was geht? Ja. Hier finden wir jemenitisches Fleisch, jemenitisches Brot. Döner-Kebab. Oha, Junge. Ja, wo ist eigentlich dieser Zug, ey? Sylt, schöner Lifestyle, schöne Insel, schöne Menschen. Aber der Weg dahin,
ist sehr hart. Willst du das so aufmachen? Die Scheibe geht kaputt. Dann machst du die Scheibe kaputt. Ich muss ausprobieren. Nee, Digga. Man sieht, es. Da ist echt die Kerbe jetzt drin. Nein. Doch? Was ist das? Das ist nix. Nein, gar nicht, gell? Ja, okay. Wurde. Das ist also wirklich ehrenlos, was wir hier machen. Wir stehen jetzt seit 3 Stunden etwa hier. Es ist auch meine Krise. Das ist auch unsere Krise. Aber das ist so eine Situation im Leben, wo man halt merkt, okay, man ist befreit von solchen Situationen. Ja, wir sitzen ja alle im selben Boot und es ist immer nur eine Frage davon, wie geht man mit so einer Situation um. Grundsätzlich ist es heute leichter, mit so einer Situation umzugehen, wenn man nicht nur eine Stunde geschlafen hat und deshalb eh völlig aus dem letzten Loch pfeift. Aber dennoch machen wir das Beste daraus und das ist wichtig, das müsst ihr euch immer merken. Leicht abgebaut haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Ja. In Sylt, auf Sylt anzukommen. Fischsuppe und frische Oktopus. Nehmen wir mal an, ja. Und wie man sieht, bin ich in Urlaubsstimmung. Und weil ich tatsächlich deutsch bin, Adiletten, Rucksack, Birkenstock habe ich leider nicht dabei. Die sind represented hier. So, die Wellen wurden erfolgreich erobert. Das ist echt sehr cool, sehr guter Wellengang. Wir sind hinter der Kamera, sind jetzt am FKK-Strand. Also nicht hinter der Kamera, sondern auf der anderen Seite. Einfach nicht gemeint, dass Vincent nichts anderes, sondern dass auf der anderen Seite sind wir da durch den FKK-Strand weiter gestolpert. Interessant zu sehen, nicht nur in Frankfurt spricht sich langsam rum, sondern auch hier haben wir es auch schon auf die Karten der prominentesten Eisläden Deutschlands geschafft. So, ich glaube, hier arrived. Ist Haltverbot, oder? Nee. Aber wie lange müsst ihr noch gehen? Ja, 5 Minuten. Moritz, wenn ich Cardio machen möchte, dann gehe ich auf den Stairmaster, lauf nicht hier in Kaltem rum. Wir haben uns dazu entschlossen, das Produktion mal nachzustellen, ja, weil der war so lustig, der musste unbedingt noch ein Video, aber ja. Bewertet mal, wie lustig der wirklich war. Und hier wurde übrigens der Ringe gedreht, ne? Das sind diese Hobbit-Häuser. Wer sich erinnert, an den Berlin-Vlog. München. Dort, München. So München-Vlog. Dort wurde Moritz auch von uns dazu genötigt. Ja. Sein hart verdientes Geld im... Alter, jetzt Stone Island. Man merkt, ich trage die Marke nicht. Ich trage nur hier. So ein Reiter. Ansage an Stone Island. Wenn ihr so einen Reiter da raufklebt auf den Arm, dann kaufe ich mir auch die Klamotten. Jetzt würdest du niemals kommen einfach. Der Vorsatz hat nicht ganz so lange gehalten. Ich bin eingeknickt. Sie wollten keinen Reiter rausstecken lassen. Dafür bist du jetzt aber so eine lebende Litfaßsäule hier hinten drauf mit noch ein bisschen Werbung dafür. Von das passt schon. Oh, Chef, wo sind wir hier gerade? Das ist ja ganz klar, meine Paar. In der Sonne, auf dem gleichen Bett wie beim letzten Mal. Gerade ist hier ein Elite-Coaching-Member vorbeigesteppt. Auch ein lustiger Zufall, ne, wenn man hier in Kampen alles so trifft. Ja, und lassen uns jetzt die Sonne aufs Bäuchlein brutzeln. Der Moritz hat schon einen leichten Sonnenbrand. Da wird es noch ein bisschen ausgeprägter. Wichtig und richtig, bevor es dann nachher an den Strand geht. Super lecker. Ich habe genau das gleiche bestellt wie beim letzten Mal. Never change a winning team. Zero Carb Bike. Mach doch Welcome back to Campen, ne? Ja, manchmal tut es halt einfach auch gute deutsche Braukunst. Prost. Okay, warte mal. Cheers. So wie die Vanillesoße. Das war geil, Mann. Willst du das noch? Ja. Guten Tag. Jetzt zum Gosch am Cliff. Wir haben uns entschieden, ein spontanes Meet and Greet hier zu machen, weil mir echt viele Leute geschrieben hatten aus der Community, dass sie hier auf Sylt sind. Auch der eine oder andere Elite-Coaching-Member befindet sich aktuell auf der Insel. Moin, moin. Seid ihr auch für uns da? Ja, ja klar. Moin, tschüss. Hi. Herrlich. Keine Tage. Ja, Meet and Greet erfolgreich bestanden. Jetzt wird es langsam kalt. Und jetzt machen wir mal die Sauna an bei uns. So, wir gehen jetzt ein paar Bombs hitten. Auf dem Golfplatz natürlich. Und schauen mal, wie gut der Schwung ist. Ich hatte letztes Mal auf Sylt gesagt, dass ich mir auf jeden Fall mal Trainerstunden buchen muss. Weil das absolut nicht mehr klar geht, wie schlecht ich damals war. Aber ich habe das Gefühl, dass heute ein paar Bombs gehittet werden. Okay, ich glaube, es war recht langsam. So, ich mache gerade noch einen LinkedIn-Post fertig, bevor wir essen gehen, denn Anfang der Woche ist in der Zeit
ein Artikel online gegangen, da wurden drei Coaching-Member von uns interviewt, die Karriere machen wollen im Investmentbanking. Ne? Der Titel von der Zeit ist dann quasi Investmentbanking. Die 5.000 Euro, die ich als Praktikant kriege, sind Schmerzensgeld. Dort wurden dann drei Leute interviewt. Und dazu mache ich gerade noch einen kleinen Post fertig. Und dann geht's los in den Rauchfang. Das ist der neue Negroni, was die zwei Jungs da trinken. Das ist ein extra dunkel. Der deutsche Negroni. Deutsche Negroni. Aber du musst erst mal ein bisschen lockern. Du musst erst mal ein bisschen lockern, dann schmeißt du die Zitrone raus. Ja, wir lassen uns das schmecken. Hier ist auf jeden Fall der eine oder andere BWL-Studierende im Restaurant. Wir wurden das ein oder andere Mal erkannt, aber das Essen sieht sehr lecker aus. Ja, glücklich, den hast du jetzt aussuchen. Mit Augen zu, oder? Ja, wieder. Nee, darfst du ruhig. Ich wusste es. So, Projekt ist abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. 8 von 10 maximal. Kein Wellengang. Langer Weg zum Strand. Er ist eine 8 von 10, aber hat keine Wellen. Ja, das ist der Strand, genau. Damit 4 von 10 maximal. Cooking with the Coaches startet nun. Als erstes wird der Knoblauch klein geschnitten. Jetzt wird er im nächsten Schritt in nicht zu kleine Stücke geschnitten, damit jeder, der nicht so viel Knoblauch essen möchte, das leicht für sich auch aussortieren kann. Haben wir noch ein Vino? Oh, überlegt doch. Oh, ich bin Digga, so warte, ich hab noch nie jemanden. Das ist wie die Diskussion, ob man erst Milch oder erst Müsli in die Schüssel reinmacht. Also wer, das, TikTok so gesehen, wer das macht, macht erst Milch in die Schüssel. Ah. Ja. Aber David macht einfach das Sieb auf die Nudeln drauf. Die Leute, die auf Social Media unterwegs sind, wissen Bescheid, die Nudeln sind perfekt. Wir braten jetzt hier Knoblauch und Chilis im Olivenöl an und planen das Ganze dann abzuschöpfen und Platz zu machen für die Gambas. Wir starten sehr konservativ mit einer sehr konservativen Hitze. Die wird dann langsam über den Verlauf des Abends increased. Hier wurden natürlich auch fleißig die eine oder andere Instagram-Story gemacht. Und jetzt heißt Habba Habba. Damit wurde hier diese Platte angerichtet. Und ich muss sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Freunde, hallo. So, jetzt werden die Teller fair aufgeteilt. Ja, wir sind ein faires Unternehmen. Nach Körpergröße und Gewicht. Freundesgruppe. Nee, jeder kriegt das gleiche, egal wie viel er geleistet hat, okay, zum Abendessen. Manche saßen einfach nur auf der Couch, haben sich bedienen lassen, andere haben gekocht. Und es kriegen alle genau das gleiche. Das finde ich ist ein ganz tolles Wirtschaftssystem, dass jeder, egal wie viel er macht, einfach genau das gleiche bekommt. Da hat man einen richtigen Anreiz, am nächsten Abend nochmal was zu kochen. So, angekommen, eingecheckt. Nee. Fast. Fast. Mein Auge! Das ist natürlich schön, ne, wenn man Stammgast ist in einem Hotel. Dann kriegt man auch mal 1% von dem, was man vielleicht für eine Nacht ausgibt. Also Cashback. Cashback im Rahmen von Champagner wieder zurück. Was haben wir hier zu essen? Hier flambierter Lachs. Hier was ganz Besonderes. Hier was ganz, ganz Besonderes. Ja, okay. Ja. Ja, das war nicht so gut. Ja, Hamburg nicht nur für gutes Essen und angenehme Menschen bekannt, sondern auch für sehr prominente Fußballer. Und Ono hatte gerade seinen Fanboy-Moment, aber hat sich nicht getraut. Deswegen habe ich für ihn ein Foto mit Julian Brandt gemacht. Jule, wenn du das siehst, was ich weiß, dass du es tust, hit me up. Feedback zum Abend. Der Espresso Martini im Nomad. Das sind die stärksten Espresso Martini, die es gibt. Ja, hey, hallo. So, Taxi ist da, ab geht's im Nomad. Freunde, es ist 6:30. Wir sind seit 8 Stunden unterwegs. Sind so in einer halben Stunde in Frankfurt dann endlich mal. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Wir hoffen, er hat euch an der einen oder anderen Stelle zum Schmunzeln gebracht und an der einen oder anderen Stelle auch zum Nachdenken angeregt.
Und vor allem hoffen wir natürlich, dass er den einen oder anderen vielleicht auch dazu bewegt hat, sich demnächst mal für eine Zusammenarbeit mit uns zu bewerben, in unser Netzwerk zu kommen und gemeinsam mit uns an den hohen beruflichen Zielen zu arbeiten. Wir würden uns freuen und damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Video. Viele Grüße.